4.20 Uhr. Wir sind unterwegs zum Neusiedlersee, machen eine breiträumige Umrundung. Es ist ein bisschen frisch. Die Ingrid ist noch nicht ausgeschlafen, weil sie geht noch. Aber das wird sich gleich legen, weil wir fahren der Sonne entgegen. Wir sind in Hartberg, kurz vor Hartberg. Der Nebel lichtet sich. Mittlerweile sind schon drei Rehfahren umgelaufen. Und jetzt wieder für die gebremst. Herrliches Wetter. Abenteuerlich. Hoffe ich halt, dass es so wird. Da zeigt das Wetter an. Die Ringwarte. Das ist herrlich. Ja, Sonne. Ich habe mehr Grüne da. Sieben Uhr, 60 Kilometer, 500, 600 Höhenmeter, Friedberg, Richtung Wechsel. Jetzt ist der halt der Anstieg an, der 500, 600 Höhenmeter bis Mönchwald, Mönchkirchen, so. Oder Mönchwald. Kilometer noch, 1000 Höhenmeter haben wir schon. Also 1000 hat die Dinge da, eben schon 1048. Wir haben einen Wechsel fast geschafft. 200 Höhenmeter noch, und das ist nicht einmal noch 80. Also, ganz gut. Dinge da. 10 Minuten vor 8 Uhr und wir sind der Raum am Wechsel. Mönchkirchen. Eigentlich ist der Berg tut gar nichts mehr gegen Vulkania. Wenn wir das gefahren sind, schaut mal, ich denke ehrlich. Hör, Ingrid. Wir sind in Niederösterreich und jetzt fahren wir ins Burgenland nachher. Aber zuerst müssen wir noch eine tolle Abfahrt machen. Auf Aspack. Ja, 150 Kilometer, 1400 Höhenmeter. Wir haben nicht mehr so weit auf Neusiedl am See.
Aber einen See sehen wir schon einmal. Da drüben. Vielleicht sieht man. Am See. Wir haben jetzt 155 Kilometer, ca. 20 kommen noch. Sieben Stunden, 170 Kilometer bis zum Neusiedler See Steg, kommen noch 200 Meter. Der Wind geht da mehr wie bei uns haben. Hat. Seht ihr da? Kommen da die Tiere. Ja. Haben wir da. Stickerler. 174 Kilometer eigentlich haben wir gehabt. 7 Stunden. Ja, jetzt sind wir da. Das muss ich auch schon, weil es ist der Quarry Lady da. Also ein Minus dem Tourguide, gell? Weil wir haben da jetzt einen Schotterweg. Das haben wir vor 3 Jahren auch schon mal gefahren. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich das anders geplant habe. Wie auch immer. Aber es geht zum Fahren und das sind nur 2 Kilometer Schotter. Also normal tut es nichts. Schon schwierig fahren bei den Schotter. Aber es ist nicht mehr weit. Jetzt sind wir draußen. Ja, 188 Kilometer, 7 Stunden 41. Wir sind Richtung Ilmitz unterwegs. Momentan haben wir einen Rückenwind.
Und wie sagt man da? Es läuft. Es läuft. Eine einzige Ebene. Das Einzige, was da ist, ein Wind. Und dann halt noch ein Wind und Wind. Nach 8 Stunden 20 und 208 Kilometer sind wir jetzt in Ungarn angekommen. Unendliche Weiten, nur durch die Straßen. Hört sich das auch einmal. Da ist wirklich nichts. Nichts ist da, außer mir zwei. Wir zwei, ich denke, jetzt ist es da nirgends. Wir sind jetzt ein bisschen verfahren, das Navi hat mich irgendwo, wir sind zwar in Österreich jetzt, aber das Navi hat mich ein bisschen verdauen, jetzt haben wir halt noch ca. 20 Kilometer mehr als wir ausgerechnet. Aber es ist ein sehr schöner Gang da, ganz schön. Also. Lutzmannsburg, der mal da hinten. Wie ist das? Jetzt kommen wir dem Ziel schon mal näher. Da ist nichts, außer Hocker. Weiter am Ort. Dann regnet es doch. Da. Also jetzt ist nichts, gar nichts. Also mein Handy müssen wir auch aufladen, nebenbei, weil ich nur mehr 13% habe. Mittlerweile haben wir 300 Kilometer, 2300 Höhenmeter und wir sind in der Nähe von, Sumpadeli. Hinter uns da hinten ist Rechnitz, da haben wir noch einen kleinen Berg und wir fahren auf der ungarischen Seite auch da Richtung Güssenkirch. Wir haben noch 32 Kilometer, 13 Stunden und 5 Minuten unterwegs. Und ihr seht schon die Burg Güssing. Also wir sind nicht schon daheim. Wir sind nicht schon daheim eigentlich. Ja. Da ist die Burg. Wir sind schon daheim.
vorsteht bei Gößing. Leichten Rückenwind. Dann sind wir bald in Heiligenkreuz und dann, also, die Bühnen da schon wieder haben. Obwohl man da 40 Kilometer circa hoch. Das ist kein Sonnenaufgang, sondern Sonnenuntergang, gell? Weil wir sind jetzt unterwegs fast 14 Stunden und haben 352 Kilometer. Und wir haben kein Tief. Wir haben eigentlich eine volle Euphorie. Haben da ja Lust. Schaut euch einmal den Sonnenuntergang an. Sehr. Herrlich, oder? Also viel fällt nicht mehr auf 400 Kilometer. Jetzt müssen wir uns auch stark überlegen, was wir da machen. Nicht mehr stark überlegen. Lassen wir uns überraschen. Es wird dumper. 10 nach 9. Also 21.10 Uhr.